Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Survivor und dem Beagle. Ihr seht, ich bin im Splayoon. Heißt es so? I hope so. Ich habe gestern noch, das war jetzt nichts Nennenswertes, nochmal in meinem Garten geschraubt. Kerl! Komm schon. Danke. Hier, ihr seht, ich habe neue Pflanzis eingebaut. Ein paar sind dabei, die gänzlich neu waren. In der Hoffnung, dass ich dieses verdammte Beet hier endlich freigeschaltet bekomme. Ich hatte anscheinend nicht genug neue Pflanzen. Hier, ihr seht, überall wo Lücken sind, habe ich was Neues gepflanzt. In der Hoffnung, dass es auch wirklich neu ist. Wir werden also nochmal hier hinkommen und gucken, ob das nun endlich geklappt hat. Ich weiß, wir sind so gut wie auf dem Weg zum Finale. Was ist das denn? Nicht gehörtes Echo. Aha. Hoppala, was ist das? Unentdecktes Gebiet? Ich habe unentdecktes Gebiet hier auf diesem Planeten. Ich habe 87% von Kobo gemacht. Also Leute, ja. Ich weiß, wo ich auch nie wieder hin zurückgehen werde, wenn ich ehrlich bin. Hm? Ach, das ist die Meditationskammer. Wir haben noch Meditationskammern im Grunde. Und jetzt bin ich halt unschlüssig. Möchte ich die machen? Möchte ich die nicht machen? Eigentlich möchte ich sie machen, wenn ich ehrlich bin. Hauptziel. Wo ist das denn? Keine Ahnung, wo das sein soll, wenn ich ehrlich bin. Ausrichtungskontrollzentrum. Interessant. Ich würde auch gerne noch nach Coruscant gehen und da ein bisschen Action machen. Nicht gescannt. Nicht gesehener Scan. Nicht gehörtes Echo. Kann das daran liegen, dass BD... offener Weg. Ah, da sind überall nicht gesehene Dings, der Bumster. Offener Weg. Aber wofür? I remember that. Da will ich hin. Ich werde jetzt nicht direkt weitermachen und Boat verfolgen. Ich finde, die letzten beiden Folgen waren sehr nervenaufreibend. Ich würde doch ein bisschen mich gerne hier umgucken. Ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen Spielzeitstreckung. Aber es gibt hier einfach noch genug zu sehen. Das ist halt Tatsache. Und hier glaube ich auch. Oh. Oh, cool, was ist da drin? Bebop. BD1 kann sich gerade einfach nicht entscheiden. Sieh dir das an. Oh, schön. Fische. Wer bist du? Wer? Ein Fremder in dieser Gegend. Ich sehe mich nur um. Geh wieder weg! Hier gibt's nichts für dich! Wovor hast du Angst? Du hast nichts zu befürchten. Ich habe nichts zu befürchten. Ich bin ein Verbündeter gegen die Raiders. Du bist ein Verbündeter! Ein Verbündeter gegen diese Bande! Rein! Schnell! Du bringst den Staub mit! Eigenartiger Typ, ehrlich. Oh, hier geht's noch weiter. Leute, wo bin ich hier? Oh, ein Toter. Ignoriere mich nicht, Bruder. Du hältst mich nicht auf. Das lasse ich nicht zu. Du verstehst es nicht. Er hat es auch nicht verstanden. Der ist gerade hinter mir, oder? Hi! Na, willst du wirklich dich mit... Ach, du willst dich mit mir anlegen? Nein! Nicht so!
Er hat seinen eigenen Bruder getötet. Naja, ich kenne Familien, da würde es, glaube ich, einige Leute geben, die ihren eigenen Bruder töten würden. Aber sei es drum. So, hat mir das jetzt irgendwas gebracht, außer dass jetzt ein Menschenleben weniger ist? Genau genommen, zwei Menschenleben weniger ist? Ey, lass mich... Mann, lass mich hier durch! Ganz schön gestörter Typ, Leute. Richtig gestörter Typ. Was bringt mir das jetzt? Da oben kann ich was machen. Wartet mal, das muss ich mir angucken. Wie komme ich denn auf das Haus drauf? Ich glaube... Ach, der war so besessen von einfach allem irgendwie, ne? Passiert den Besten, Leute. Passiert den Besten. Ich würde mal gerne wissen, in wie vielen Farben man diese kleinen, süßen... Chocobo-ähnlichen... Da hat Tombola Rainer mich drauf gebracht. Chocobo-ähnlichen Tierchens. Hier ist das. Echt jetzt? Ich höre es sogar. Leute, ich hör's. Nein. Das bringt mir nichts. Kann ich denn von hier aus was machen? Ich kann da rein. Ich sehe das sogar. Wie mache ich denn das jetzt? Ha! Nee, falsch. Du musst die Flugbahn justieren. Halt die Schnauze, Kerl. BD weiß, was er tut. Wie komme ich denn da dran? Das ist jetzt eine hochinteressante Frage, Leute. Die macht mich ein bisschen... Sieh an, wer da kommt. Immer noch beschäftigt. Es gibt immer etwas zu tun. Mit mir zu reden bringt dir keine Kredits ein. Außer du willst mich ausrauben. Das habe ich nicht vor. Ach, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Nett. Die Leute hier sind, glaube ich, alle auch ein bisschen gaga, ne Birne. Wie macht man das denn da oben? Ich gehe nochmal da hoch. Ich muss zwar immer so viel Umweg gehen, um da hochzukommen, aber was soll's. Okay, ich finde mich da hoch. Ja, finde ich. Okay, also. Die Idealvorstellung ist ja... Was bringt mir das denn? Ob es wohl einen Winkel gibt, aus dem ich das treffe? Jetzt bin ich wieder unten. Toll. Ich höre es ja sogar, Leute. Das ist dahinter. Warte mal. Passiert hier irgendwas, je weiter ich weggehe? Das macht mich gerade seelisch fertig, Leute. Gerne. Ich meine, ich höre es ja. Ich sehe es auch irgendwie. Ich glaube nicht, dass BD da durchkommt. Nee. Leider, das gucke ich bis zur nächsten Folge nochmal nach, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Was sagt er mir denn, wo ich noch irgendwas übersehen? Das verstehe ich nicht, wie ich das machen soll, Leute. Der Eingang ist zu, I know. Auch dieser Eingang ist zu, I know. Aber wenn der Strom hat, könnte das funktionieren. Dieser Eingang hier ist auch zu. Was ist das denn hier für ein Eingang? Dass der sagt, dass die zu ist. Nee, welcher ist denn jetzt hier zu? Der hier, ne? Oh. Okay.
Interessant. Das heißt, hier irgendwo... Krass, was ist denn da oben? Nein, wartet, wartet. Ich muss, glaube ich, auf dieses Dach drauf. Wo bin ich denn da oben hin? Es tut mir leid, dass ich gerade so völlig weirdo bin und eigentlich gefühlt keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich tue. Da oben kann ich hin. Kann ich von hier aus? Nee, von hier aus kann ich das leider nicht machen. Schade. Ich finde noch einen Weg. Ich finde noch einen Weg, Leute. Sag ich euch, finde ich. Oh. Was gibt es hier für mich? Vor allen Dingen mein Tod. Nein, Kerl. Kacke, nein. Aua, nein, ich sterbe, ich sterbe. Alter. Ihr meint es ziemlich ernst. Kann das. Alter, die graben mich sogar hier schon an. Die Kugel ist, glaube ich, da vorne. Kann das ist? Das ging schnell, Leute. So, das habe ich jetzt sofort drauf gehabt. Nein, das nicht. Was sagt der Weg denn? Das ist der Weg. Kugelkoppler. Kugelkoppler ohne Kugel aber, oder? Die Kugel ist nicht zufällig irgendwo hier, ne? Ich war nicht schnell genug. Also es muss doch eine Lösung dafür geben. Ist denn hier überall? Nein, ist nicht überall. So gut wie überall, aber nicht überall. Oh. Eine Kugel, in der Hoffnung, dass ich die jetzt so werfen kann, wie ich es brauche. Oh nein! Nein, ich muss hier erstmal hoch. Oh Gott, ich muss hier erstmal hoch. Ich sterbe. Kerl. Oh. Oh, Kerl, du machst es aber auch spannend. Du darfst doch nicht einfach runterfallen. Wo ist das Teil denn, das ich suche? Das was? Außer, dass der Weg da vorne jetzt frei ist. Jo, der Weg da vorne ist frei. Und das bringt mir dann was? Oh. Boah, die Frage ist, kriege ich das gesteuert? Also, dass ich sage, ich kriege das irgendwie da rein? Ich glaube nicht. Nicht so. Vielleicht kann ich es irgendwie drehen. Was ich hier so gefunden habe, Leute, sehr spannend. Was ist denn da unten? Mein Tod. Mein Tod ist da unten. Nein, nein, nein. Ah. Die setzen mich auch noch wieder hier rein, diese Penner. Also wirklich. Ich bin tot. Ich bin tot. Geh weg von mir. Bringt das irgendwas? Oh.
das was? Ich meine, außer gar nichts? Bin ich schnell genug? Also dafür bin ich zumindest schon mal schnell genug. Da geht's auch noch weiter. Mal ohne Witz, wo geht's denn hier lang weiter? Und da hinten ist ein Erinnerungsfragment, ne? Meine Lieben. Okay, das habe ich. Sehr gut, dass ich das habe, wenn ich ehrlich bin. Aber da hinten ist noch mehr. Da hinten ist so ein Erinnerungsding. Boah, das hat jetzt gerade noch so geklappt. Wie lange können wir überleben, bis Hilfe kommt? Ich bezweifle, dass Hilfe kommen wird. Tja. Wir sind auf uns gestellt. Nein, ich bin schon wieder da reingerannt, wie ein Idiot. Okay, aber irgendwas muss ich doch hier machen können. Warte mal, kann ich... Ne, drehen nutzt mir ja auch nichts. Okay. Ich meine, es geht ja nach hier vorne und irgendwas muss ich doch machen können, um das richtig zu lenken. Warte mal, ich muss mal was gucken. Weiß ich, danke, aber es bringt mir nichts. Noch nicht. Offener Weg, ja danke, aber wie? Ich bräuchte irgendwas, was... Kann ich das über dem Boden machen? Das kann ich über dem Boden machen, Leute. Nein, BD. Ein Schnellzieher. Und du kleiner Chocobo stehst da einfach so rum und denkst dir nichts bei allem. Na du, wie geht's dir so? Alles paletti? Sieht so aus. Geil. Leute, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, was ich hier erreicht habe. Da oben kann ich halt auch hin. Ha. Wo ist denn das Silo? Das Silo ist da hinten, ne? Ja. Das müsste irgendwo hier hinten sein. Warte mal. Hey, kleiner Mann. Stopp, da sind... Wir pflanzen die hier ein, wenn wir das nächste Mal im Garten sind. Die Frage ist, habe ich die schon? Man kann so viele Pflanzen finden, habe ich mir sagen lassen. Wo muss ich denn hin? Ganz nach da hinten, also quasi darüber. Ups. Das südliche Gebiet, genau. Bin ich jetzt hier bei den Silos? Nein, aber ich bin hier an einem Gebiet angekommen, das ich ja... Und schon geht's los. Nicht machen konnte, weil ich da... Aha. Oh. Oh nein.
Ich sterbe. Ein überfluteter Bunker. I don't care. Das geht nicht. Na gut. Von der anderen Seite verschlossen. Leute, was habe ich denn hier alles jetzt gefunden? Das ist ja Wahnsinn. Scanne. Lass mal sehen. Gut gemacht. BD ist so stolz auf sich. Aber von hier aus komme ich auch wieder hoch, ne? Ha. Faszinierend, Leute. Was ich hier so alles finde. Aber bringen tut mir das jetzt gerade nichts, ne? Das kommt sicher noch. Sehr cool. Da wir heute so wenig gemacht haben, sprich nur Erkundung gemacht haben, werde ich trotzdem noch zu den Punkten da hinten gehen, die südliches Gebiet, danke. Wäre niemals drauf gekommen, dass das südliche Gebiet ist. Was ist denn hier los? Was meint ihr, wer gewinnt? Ich frage mich das jedes Mal wieder, wenn ich sowas entdecke. Der Roboter ist ziemlich stabil, Leute, ne? Egal, wer da gewinnt. Also beide haben, glaube ich, gut Schaden genommen. Sie müssen sterben. Also sieht der Yeti aber völlig anders mit "Sie müssen sterben", ne? Hi nun. Und keiner will was tun. Dann mische ich mich jetzt mal ein. Hi nun ist mir zu wenig. Oh, der war so gut wie tot. Yo, Bro. Auch er war so gut wie tot. Das passiert, Leute, ne? Das passiert. So, hier ist einmal ein Deckel, den wir aufmachen können. Hier unten. Zack. Cool. Yeah. Warte mal, wo muss ich hier lang? Dann gehe ich erst auf die Dings. Leute, ich habe das Gefühl, wir haben hier richtig viel heißen Scheiß gefunden. Es hat sich ja fast schon wieder hier gelohnt, alles hier auseinanderzunehmen. Einfach alles, Leute. Alles. Ah, diese Vögel, die machen mich fertig. Die räudigen Rotzlöffelvögel. Krass. Ah! Du machst mich allerdings nicht fertig. Okay, jetzt kann ich dezent nach da hinten gehen. Uns fehlen ja immer noch Fische, Leute. Uns fehlen noch Fische. Oh. Hast du was gefunden? Ich höre Geräusche, Leute. Oh. Aha. So ein Insekt, dachte ich, ja. Den kann ich überraschen. Ein Kerl hat das nur müde zur Kenntnis genommen. Ist hier echt gar nichts? Doch, da oben. Hui! Tadam! Ein Echo. Bleibt, wo ihr seid. Was soll das denn werden? Weiß ich Wir nicht. Haben hier Gesetze. Ah, vergiss es! Lauf! Tut mir leid. Boah, Dorma hier. Richtig heftig drauf, die gute Frau.
krass. Ich habe eine Ahnung, wo ich hier bin. Also eventuell sein könnte. Das trifft es, glaube ich, eher. Hier ist eine offene Truhe, die ich schon kenne. Krass, Leute. Krass, 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 krass. Jetzt muss ich nur irgendwie zu dem Silo da hinten kommen. Ich guck gerade, wie viel ich überzogen habe. Okay, hier ist das Silo, meine ich. Und jetzt muss ich nur hoch zum Silo. Das war irgendwo hier um die Ecke, meine ich. Ja, hier war's. Wer hat denn jetzt schon wieder aggressive Probleme mit mir? Jedi ist in dieser Galaxis kein Platz. Wir werden sie eliminieren. Wir werden sie jagen und... Ich sehe euch! Dafür wirst du bezahlen. Dafür werden sie bezahlen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh, falsche Richtung. Und zack. Korridiertes Silo. Es hieß jedoch, dass hier eventuell eine Kammer sein könnte. Das war's nicht, Leute. Das war's auch nicht. Ah, ich seh's. Okay, den einen hab ich überrascht. Das Ding ist jeden Kredit wert. Oh, sag mal, Leute, wie cool war das denn jetzt? Scan mal, kleiner Mann, scannen Sie. Ich meine. Selbst wenn Boat of irgendwas ist, kann uns scheißegal sein, wenn ich ehrlich bin. Weil, was will er auf Tenalore was? Genau. Oh. Aber wo kann ich hin? Nicht eigentlich. Das geht. Gut. Ich will ja den Typ nicht enttäuschen, ne? Den da so hoffnungsvoll seine Patrouille macht. Aber ist hier vielleicht gar keine Kammer wie ich Kinn und Schnurrbart? Irgendwas Interessantes? Ich könnte da vorne hin und dann darüber. Glaube ich. Also, glaube ich. Ich probiere es mal. Das geht, wenn ich den Winkel besser hingekriegt hätte. Okay, also von hier und spring. Und er ist dran vorbeigezogen. Sag mal, Kerl. Ach, das ging nicht. Okay. Wieso macht er das nicht? Wo soll ich denn sonst lang gehen, Leute? Es muss hier lang gehen. Er will sich nicht da oben festhalten. What? Ah. Ich nehm's zurück, Leute. Ich nehm's ganz eindeutig zurück. Ist okay. Kerl, das ist jetzt eine Unverschämtheit gewesen. Kerl, was ist... warum ist er jetzt in die völlig andere Richtung gesprungen? Der will mich doch verarschen, der Junge, wo ich dabei bin. Ist okay. Ich nehm's ihm nicht übel. Vielleicht hat er gerade so. Ah, nein. Danke. Jetzt hier runter.
Und jetzt bin ich schon sehr viel tiefer. Aber es geht noch tiefer. Okay. Ich glaube, ich kann da wieder hoch, ne? Ja, kann ich. Ist ja eigentlich immer genau das Gegenteil, was man ja eigentlich tun möchte. Aber naja. Es ist eigentlich voll brutal, was Kelda macht. Aber sei es drum. Hallo? Es ist nur ein Insekt hier. Ein Aufzug. Na? Das kommt dich feuer zu stehen. Stirb! Ah, komm. Nein, ich wollte doch gar nicht. Tschüss, Gegner. Ich komme gleich wieder runter. 31 Minuten ist in Ordnung. Oh, ich meine, was kann mich hier schon noch erwarten, ne? Nicht so viel. Ich sehe euch. Ich verstehe. Feind ist mobil. Ist das Gerücht denn jetzt damit erledigt? Nee, irgendwie nicht, Leute. Irgendwie ist das Gerücht damit nicht erledigt. Ist das Gerücht denn auch wirklich im Silo drin? Ja, das ist im Silo drin, Leute. Wir finden das. Das ist kein Thema. Kann ja nicht so... Hm. Das habe ich jetzt unterschätzt. Gebe ich zu. Er wollte es schon wieder nicht machen, Leute. Hier ist die Meditationskammer, die Toa erwähnt hat. Du verbirgst etwas, hm? Ja, in der Tat. Aber ich bin so weit gekommen. Zu viel Blut. Nur noch ein kleines Stück. Okay, Leute, diese Meditationskammer schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.